wenn ich eins mag, dann sind es neue Produkte zu testen, wie diesen Staubsauger von Teneco. Wieso und warum es dann der A11 und nicht der A10 wurde, berichte ich dir jetzt in meinem kurzen Review. Aber zunächst möchte ich auf das Zubehör eingehen, was alles enthalten ist. Da hätten wir zum einen die Mini-Turbobürste, die 2-in-1 Staubbürste, Fugendüse, Wandhalterung mit Ladestation, Filterreinigungswerkzeug, einen Doppeladapter, die Bedienungsanleitung und ein Haarreinigungswerkzeug. Und nicht zu vergessen ist der zweite zusätzliche Akku, der im Lieferumfang ist. Und das Allerwichtigste ist die elektrische Bürste mit Direktantrieb für Teppichböden. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum für Teppichböden und kein für Laminat? Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich konnte es mir nur damit erklären, dass in Europa oder in Deutschland einfach mehr Hartböden benutzt werden, als wie vielleicht in Asien. Da wir aber nur Hartböden fast in unserer Wohnung haben, habe ich auch noch direkt die Softbürste bestellt, die sonst nicht im Lieferumfang enthalten ist. Diese finde ich aber unverzichtbar, da diese viel besser den Staub von Hartböden aufnimmt, als wie die für Teppichböden. Der elektrische Bürstenkopf, der im Paket übrigens enthalten ist, hat deutlich härtere Borsten und ist deswegen super für Teppichböden geeignet. Im Übrigen haben wir direkt die Mini-Turbobürste auf unseren Polstern ausprobiert und wir waren hin und weg, was diese kleine Turbobürste an Dreck und Staub und Hundehaare aus unseren Polstern rausgezogen hat. Im Übrigen sind die Staub- und Fugendüsen auch mega praktisch. Da kann man mit der Teleskopstange zum Beispiel schön an der Decke entlang saugen oder an der Couch einfach an Ritzen, wo man sonst nicht hinkommen würde. Der zweite Filter und der Filterreiniger, der übrigens auch im Paket enthalten sind, finde ich schon sehr praktisch. Manche sind da ein bisschen kritisch gegenüber, aber wenn man das dreht, zieht er schon einiges an Dreck raus. Natürlich geht das wieder in den Tank hinein, aber schon mal sauberer, als wie das rauszuschütteln. Im Übrigen das größte Argument für den A11 und gegen den A10 war, dass der zweite Akku inklusive ist und die Ladestation auch den zweiten Akku aufnehmen kann und das Ganze ohne Kabel geladen werden muss, wie beim A10. Dort muss man mich immer umständlich per Kabel das Ganze anschließen. Darüber hinaus natürlich nicht zu vergessen, dass der A10 mit 10 bis 25 Minuten Laufzeit angegeben ist und der A11 20 bis 50 Minuten. Je nachdem, ob man auf der Normalstufe oder auf der maximalen Stufe saugt. Hinzu kommen dann noch so Features wie eine höhere Saugleistung und ein cooles, transparentes Gehäuse. Sehr nice finde ich auch das Feature mit der Feststelltaste, so dass man den Sauger auch im Dauerbetrieb laufen lassen kann. Darüber verfügen aber dieser Marke alle Sauger. Sehr gut gelöst finde ich auch das Filtersystem, das sich sehr, sehr einfach säubern und wechseln lässt, sowie der Tank, der auch leicht zu reinigen ist. Was ebenfalls sehr, sehr gut klappt, ist das Saugen an schwer zugänglichen Stellen mit den Köpfen, so wie unter der Couch zum Beispiel. Da gibt es keinerlei Probleme. Man muss lediglich die Maschine ein bisschen zur Seite drehen und das Gelenk lässt sich dann wunderbar unter der Couch langführen. So bleibt nur zu sagen, dass der Langzeittest jetzt noch aussteht, aber da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt und dieses Review ist übrigens nicht bezahlt oder irgendwie gesponsert und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, und ihr konntet euch ein paar Infos rausziehen oder vielleicht eine Kaufentscheidung treffen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder Kommentare hinterlasst, und so bleibt nur zu sagen, vielen Dank und schaltet wieder rein. Bye, bye.